Ja, liebe Gäste, wenn Sie mal einmal hier zum Besuch kommen, dann kann ich Ihnen alles erklären, wo die ganzen Sachen rumkommen. Alles Geschenke aus Reedereien, überall Hamburg, Bremen, überall, wo ich in Urlaub gewesen bin. Und vor allen Dingen durch den Rettungskreis, da wo ich jetzt auch Mitglied bin, seit 1962. Also links Gosch Rock, heute Bundesmarine, und dieses Bild, heute Igel und der Flagge Kanada, ist Schwesterschiff von der alten Gosch Rock. Ist heute in Warnemünde. Diese Yes. Flagge habe ich geschenkt bekommen vom Kapitän in Köln. Das eine Bullauge, das Weiße, was Sie ja sehen, wo die Schiffsglocke hängt, das ist das Original von meinem Vaters Schiff, wo der gefahren hat, bei einer Poldi-Reederei in Hamburg. Das weiße Bullauge dorthin. Und oben die Schiffsglocke, die habe ich von meiner Schwester, die leider verstorben ist, habe ich die geschenkt bekommen, mit Gravierung. Hier ist meine Muschelsammlung von all von Matrosen und Kapitänen, die immer hier bei mir an Bord kommen und zum Besuch. Und jeder bringt mir eine Kleinigkeit. Diese zum Beispiel ist aus der Südserie. Liebe Gäste, hier sehen Sie ein wunderbares Exemplar zum Andenken noch von Professor Theodor Heuss. Liebe Gäste, das ist mein größtes Schiff, was ich bisher gebaut habe, die Pamir. Ich habe schon mehrere Schiffe, aber auch diese Pamir bin ich ja schon. Diese Jungs sind 1957 im großen Sturm, sind 80 Mann an Bord. 75 unterher und 5 haben sie nur gerettet. Das Schiff hatte Weizen geladen, kam von Buenos Aires und ist unterher. Ich bin Mitglied bei der Deutschen Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger, arbeite freiwillig. Seit 1962 bin ich Mitglied. Es ist eine wunderbare Sache, für diese Gesellschaft zu arbeiten. Ich arbeite weiterhin für unsere Gesellschaft, habe noch einige Schiffe hier in Gaststätten stehen und Sportclubs und so weiter und bin auch froh, dass sie noch arbeiten kann für unsere Gesellschaft. Kommt mit an Bord. Es geht die Reise los. Wir sehen uns wieder. Thank you.